Japan steht in seiner Haltung zum Ukraine-Krieg an der Seite Europas und der USA. Die russische Invasion war Thema beim Besuch von Außenministerin Baerbock bei ihrem Amtskollegen Hayashi. Nicht nur für die EU, auch für Japan hat sich das Verhältnis zum russischen Nachbarn verändert. Außerdem machen dem Inselstaat Gebietsansprüche von China Sorgen, das zunehmend aufrüstet. Diskutiert wird nun, Beschränkungen für das japanische Militär aufzugeben. Dabei wirkt das Trauma der Atomwaffenabwürfe auf Japan im Zweiten Weltkrieg noch immer nach. Eine Nachbildung der Atombombe von Nagasaki von 1945. Die deutsche Außenministerin setzte ein Zeichen mit ihrem Besuch am Ort des Gedenkens an etwa 70.000 Tote und noch einmal so viele Verletzte. Diese Bilder, aber auch die letzten Zeitzeugen hier sind Mahnmal dessen, dass wir uns weiterhin für eine Welt ohne Atomwaffen einsetzen müssen, auch wenn es ein langer, harter Weg sein wird. Deutschland mache sich für nukleare Abrüstung stark, so Baerbock. Zusammen mit ihrem japanischen Amtskollegen Hayashi betonte sie heute, dass Konflikte friedlich gelöst und die internationale Ordnung auf Basis von Regeln erhalten bleiben müsse. Die russische Aggression in der Ukraine und Chinas robustes Auftreten im Indopazifik seien globale Herausforderungen. Vor diesem Hintergrund sind die engen und vertrauensvollen Beziehungen zwischen unseren beiden Ländern besonders wertvoll. Auf Japan ist nicht nur immer Verlass, sondern wir sind eben auch Wertepartner. In Japan zeichnet sich unterdessen eine historische Veränderung ab. Bei der Oberhauswahl am Wochenende sicherte sich die Regierungskoalition eine Zweidrittelmehrheit. Damit hat sie jetzt auch die Möglichkeit, Änderungen der pazifistischen Nachkriegsverfassung auf den Weg zu bringen.